Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Dark Cloud, dem zweiten Part. Und natürlich, keine Zeit verlieren, wir gehen gleich in die zweite Höhle und looten die Scheiße aus uns raus. Jetzt werden wir eventuell ein anderes Gesicht sehen, so als Begrüßung zu der Eingang der Höhle. Let's go! Jetzt haben wir hier auch wieder 8 Atlases. Die werden wir uns natürlich auch holen. Guck, da ist eine Miezekatze! Wo ist sie hin? Sie ist verschwunden! So, Höhle 2. Es kann schon tatsächlich sein, dass hier schon wieder schon die nächsten neuen Vier kommen. Wie zum Beispiel du. Hi, mein Freund. Magst du ein wenig kuscher? Raubt da schon das Messer. Ach ja, ja, unser Held hat auch eine Spezialattacke, indem ich die X-Taste auflade. Dann kann er sie aufladen. Dann blinke ich einmal. Da kann ich hochspringen. Da kann man auch gegen die Fledermäuse ziemlich gut kämpfen. Und während ich springe, dann verliere ich halt keinen Schaden. Bleib gegen den ist es, bleib ich auch nicht ganz so verkehrt. Zack, noch einmal. Ab und zu schlägt er mal so wütend auf den Boden. So, jetzt ist er down. Was haben wir hier? Schiss. Stachelig erhalten. Na gut, das haben wir ja im letzten Part schon gehabt. Das ist eigentlich so ein Köder. Entweder man kann es ziemlich teuer eigentlich verkaufen. Oder man kann halt dann später angeln. So, mein kleiner Knochenfreund. Ach ja, übrigens, da es ja die PlayStation 4-Variante zu dem Zweier ist, kann es natürlich sein, dass ab und zu mal die Musik oder so aussetzt oder irgendwie mal kurz leckt. Damit muss man halt rechnen. Aber wenigstens können wir es dann hier schön aufnehmen. Oh, 2 von euch. Das ist nur bedingt gut. Naja, ich hoffe, einer von euch hat einen Schlüssel. Zack, 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 zack und zack. So, next! Der hat schon mal keinen Schlüssel gehabt. Schauen wir, ob der Boy den Schlüssel hat. Zack. Ja, jetzt hat er mich einmal erwischt. 19 Schaden bekommen, jetzt habe ich nur noch 51 von 70. Aber da... Das passt noch alles. Gibt. 6 Münzen. Dann können wir uns mal heute mal um das Menü ein wenig kümmern. Hier könnte ich jetzt das Verlies verlassen. Funktioniert nur, wenn ich entweder das Pulver habe mit dem Fluchtpulver oder wenn ich alle Monster besiegt habe. Hier habe ich ist halt so die ganzen Atlas, die ich momentan jetzt schon habe. So Bäume, Straßen, Laternen und so weiter. Und hier habe ich zum Beispiel Machos Haus. Hier könnte ich tatsächlich schon den Charakter Macho einbauen. Der hat jetzt noch einen Bruder, den habe ich leider noch nicht. Aber den kann ich dann später auch auswählen. Und die Fragezeichen, die muss ich erst freischalten, indem ich mit dem Charakter dann rede. So, hey, was brauchst du für dein Haus? Ja, ich brauche eine Leiter, ich brauche eine Lampe, ich brauche einen Zaun oder weißt du, egal was. Und dann können wir es hier einbauen. Das kommt dann Gefährten. Da ich momentan noch keine Gefährten habe, kann ich dann noch recht wenig machen. Aber ihr seht schon, wir werden im späteren Verlauf dann bis zu 6 Helden haben, die uns begleiten. Waffen, das ist so das wichtigste System dann. Momentan habe ich halt nur meine Standardwaffe, ein Angriffswert von 6. Element Wind. Hier könnte ich jetzt Steine einbauen, zum Beispiel die Haltbarkeit ein bisschen erhöhen. Da haben wir dann die Waffenpunkte. Wenn die auf 0 sind, zerbricht normalerweise die Waffe. Dann haben wir so das Leveling-System. Wenn ich statt einen Charakter EXP zu geben, ist es die Waffe, die EXP zu bekommen. Und wenn ich das mache, kann ich die Steine, die ich hier drin habe, kann ich, sag jetzt mal, fusionieren. Und dann verschwinden die Steine in der Waffe und ich kann neue Steine einbauen. Und auch die Grundwerte werden minimal erhöht. Dann haben wir der Angriffswert, ist momentan 6, ist halt wirklich die Haltbarkeit. Je höher die Haltbarkeit, desto weniger habe ich Verlust, wenn ich angreife. Die Geschwindigkeit, desto schneller kann ich halt angreifen. Und die Zauberkraft, was das hat, das kommt dann später noch dran. Dann haben wir hier, es gibt 5 Elemente in dem Spiel. Momentan habe ich halt nur Wind als Element. Ich kann aber auch Wind-Elementsteine, Heilig-Elementsteine, Donner und so weiter einbauen. Und dann kann ich auch zum Beispiel mit Feuer angreifen, wenn ich das möchte. Und hier habe ich halt noch gegen verschiedene Arten von Kreaturen, wo ich dann mehr Schaden mache. Momentan mache ich halt gegen Tiere mehr Angriff als gegen Fliegen oder weißt du, gegen metallische Dinge. Und unsere Aufgabe ist halt irgendwann einmal eine saugeile Waffe zu haben. Das Dark Cloud Schwert. Das ist nämlich eine richtig geile Waffe. Attribut, wie gesagt, da können wir dann switchen und reparieren. Dann kann ich halt meine Waffenpunkte, da brauche ich halt ein Reparaturpulver. So, und Gegenstände, ja, hier hat man halt bestimmte Gegenstände, was man so benutzen kann. Kann man auch wegen sortieren, wenn man das möchte. Und genau, da haben wir noch den Charakter.
Du kannst jetzt zum Beispiel das Brot mal dahin tun und dann im Zweifelsfall mal aktivieren, wenn du es möchtest. Da sieht man nochmal die Waffenpunkte, momentan Stärke 6 und meine Verteidigung ist auf 3. Und alles andere habe ich eigentlich soweit erklärt. So, das ging doch eigentlich ziemlich flott. Jetzt kann ich hier ein wenig rumswitchen und wenn ich jetzt denke, okay, ich müsste mal Brot essen, dann könnte ich es jetzt aktivieren. Aber bis jetzt sehe ich noch keine Gefahr und ich hoffe, dass ich hier irgendwo ein Ozean finde oder so. So eine heilige Quelle, wo ich mich dann automatisch komplett aufheile wieder. Die tauchen eigentlich relativ oft aus. Ich würde jetzt mal sagen, jede zweite, dritte Ebene. Wenn ich jetzt Pech habe, natürlich nicht, aber ich denke mal dran. So, was haben wir hier? Tschüss. Reparaturpuffer. Wunderbar. Bin ich ein großer Fan davon. Oh, die hasse ich, die Kackviecher. Guck, und das? Das ist die Quelle, wo ich schon erwähnt habe. Komplett aufgepeilt. Das Problem ist allerdings, das Gift, das verschwindet nicht. Von daher, von den Fledermäusen möchte ich mich jetzt nicht vergiften lassen. Und dann kann ich euch aber mal zeigen, bin ich mal schon, was passiert, wenn eine Waffe zerbricht. Ich werde jetzt die Waffe so lange benutzen, bis die Waffenpunkte 0 hat. Und normalerweise wird es ja zerbrechen, was ja bei dem verzauberten Dolch nicht passiert, aber bei allen anderen Waffen. Aber der Dolch, der ist halt scheiße. Ich brauche halt eine neue Waffe und dafür brauche ich halt dann eine große Kiste, wo eine Waffe drin sein könnte. So, jetzt haben wir so mal die ganzen Gegner. Jetzt können wir um Jomisch! Jomisch, jetzt ein Haderisch und gib mir einen Schlüssel bitte. Das ging ziemlich leicht. Das heißt, die ganzen anderen Kackviecher, die gehen wir, den können wir auch schlecken. Das schlecken. Sogar schlecken. So, da gehe ich nochmal rein. So, und dann laufen wir mal weiter. Ich hoffe, ich kriege halt echt Transfer oder so. Dass ich halt ein wenig schneller bin, weil ihr seht, das ist halt ziemlich lahmarschig. Vor allem bei so einer großen Ebene, bis du da dann irgendwann an deinem Zielpunkt bist. Dann ist Weihnachten und Ostern ein Tag. Vor allem Ostern ist eh schon vorbei. Guck, so lahmarschig bin ich. Es ist schon Ostern rum. Obwohl ich es vor Ostern aufnehme. Das seht ihr mal. So, da unten wird es dann wahrscheinlich zum... Genau, das ist dann die nächste Ebene. Aber bevor ich da gehe, ich loote mal alles. Alles, was so da ist, wird mal mitgenommen. Außerdem können wir dann auch einiges bauen. Wir werden dann eventuell dann im nächsten Part dann auch anfangen, ein paar Sachen zu bauen. Weil bis Ebene 8 kommen wir dann so und dann müssen wir so oder so was bauen. Weil dann haben wir auch soweit alles beieinander, um eventuell einen neuen Charakter freizuschalten. Aber dazu dann viel später erst. Ein normales Wasser halt. Naja. So. Wir haben jetzt noch... Ich muss jetzt mal warten, bis die Animation vorbei ist. Lampe vielleicht? Ja, okay. Ah, ich drehe gleich am Rad. Wenn ich das... Das quiekt schon auf anderen. Wir haben jetzt momentan noch 3 Kisten, wobei eine wohl die Karte sein wird. Also definitiv die Karte sein wird. Ja, da ist er ja schon. Wunderbar. Oh, noch ein See. Das ist ziemlich großzügig. Dann haben wir noch ein Altglas und ein blaues Zeichen. Das ist so ein Bandkreis. Es kann positiv sein, es kann aber auch negativ sein. Im Normalfall sammle ich diese Siegel, sag ich jetzt einfach mal, nicht auf. Weil es kann passieren, dass die Waffenpunkte einer Waffe verbessert werden, aber auch verschlechtert werden. Es kann ziemlich eklig werden. Eine Banane. Eine weiche Banane sogar. Eieiei. Es kann uns stärken, es kann aber auch die Gegner stärken. Es kann uns Geld geben, es kann uns aber auch Geld abnehmen. Also so 50-50, ob es positiv oder negativ ist, und hat verschiedene Effekte. Ich denke, am Anfang gibt es nur noch positive Effekte. Ich weiß nicht, ist jetzt auch wurscht. Wir können es ja mal hier machen. Gut, wir sind jetzt doppelt so stark. Wir haben jetzt momentan den Modus Stärke. Ihr seht es dann auch, dass wir halt orange leuchten. Und der Effekt hält, keine Ahnung, halbe Minute oder eine Minute. Ich kann es jetzt gerade schwer sagen. Aber er ist auf jeden Fall, er verschwindet auch mit der Zeit. Das Problem ist allerdings, dass auch die Gegner diesen Stärkeeffekt haben könnten, wenn ich durch die Siegel laufe. Von daher, wie gesagt, da bin ich nie ein großer Fan. Es ist alles noch verkraftbar, weil es verpufft ja mit der Zeit. Aber wenn ich dann die Waffenpunkte, wenn ich da jetzt verliere, das ist nicht gut. So, und jetzt ist auch der Effekt schon verflogen. War das eine Minute oder weniger? Irgendwie so. Wir gehen auf jeden Fall gleich in die nächste Ebene. Und dann wird uns ein alter Freund wieder beistehen. Er wird mir jetzt wahrscheinlich erklären, wie die Waffen funktionieren.
wie Steine und so weiter in die Waffen eingebaut werden. Das habe ich doch auch schon alle erklärt. Brauche ich dich jetzt nicht auch noch? Und wenn sie gewisse Werte voraussetzen, dann kann ich sie halt auch neu strukturieren sozusagen. Du zeigst mir jetzt echt, wie ich Gegner erfassen kann. Das ist ja schön. Ich kann es mit Kreis machen. Mit L kann ich andere Gegner. Wow. Das habe ich schon alles. Genau, das dann mit den Elementen, dass ich halt auch zum Beispiel Kälte- oder Feuerangriffe machen kann. Das habe ich alles schon mehr oder weniger erklärt. Adios, amigos. Das werden wir auch öfters immer in dem Spiel austesten, weil manche Gegner sind halt auf andere Sachen mehr resistent als... Oh Gott. Diese Viecher hasse ich. Weil die saugen so viel Waffenpunkte aus dem Ding. Da, wenn ich einmal drauf schlage, das kostet nicht nur eins oder so, ein Waffenpunkt. Kann man jetzt mal machen. Machen wir so. Weil der ist auch... Kostet schon allein schon drei. Ah, noch ein Knochenmann. Und ihr seht auch gleich, dass die Waffe kaputt geht gleich. Der Dolch ist zerbrochen. Nee, noch ist er nicht zerbrochen. Aber gleich. Noch ein Angriff und jetzt ist er kaputt. Und jetzt wäre normalerweise eine Waffe kaputt. Nur die ist halt verzaubert. Die bleibt halt noch. Warte mal, ich komme jetzt mal um den Knochenboy. Sonst wird es echt nichts. So. Und jetzt mache ich halt nur noch einen Schaden. Für den Anfang ist es noch okay, aber im späteren Verlauf, wenn du die ganze Zeit mit 1-1-1 rumrennst. Aber dafür haben wir ja jetzt das Reparaturpulver. Und das ist halt schade, dass ich halt immer nur eins bekomme. Ja, muss ja auch auf die Waffe ziehen. Und da könnte man Wasserle. Das ist halt so ein bisschen das Eklige. Aber später können wir dann so mehr oder weniger Unendliche kaufen. Je nachdem, wie viel Platz wir haben. Macht das sehr viel Schaden, der Drecksack. So, jetzt können wir mal das Brot essen. Zack, und wurde wieder aufkalt. Hatterisch! Da muss auf dem Tisch! So, jetzt ist er da. Schlüssel! Es hat sich nicht immer gelohnt, ihn zu killen. Ja. So, da haben wir dann wieder ein Siegel. Da sind sehr viele Schatzkisten auch. Mimics kommen hier noch nicht, oder? Ha! Ich bin stark. Und jetzt sieht man auch schon, ich mache halt viel mehr Schaden. Da habe ich Geld gekauft, also leider kein Schlüssel. Da auch nicht. Ich lasse jetzt erstmal die soweit. Na ja, komm, bis ich da bei den Gegnern bin, dann ist es eh vorbei. Da ist mein Effekt eh wieder weg. Bestes Huhn. Ich stehe auf meine Chickens. Das gibt uns auf jeden Fall sehr viel Leben wieder zurück, wenn wir das benutzen. Sowas hebe ich halt gerne auf. Es gibt generell Sachen, die ich gerne aufbewahre. Es gibt zum Beispiel einen blauen Sack. Oh, Bahnöl erhalten. Das heißt, wir könnten auch mal da reingehen. Aber das machen wir dann später. Da können wir dann so in die dunkle Seite der Macht, wenn man es so nennen möchte. Weil da kommen wir dann in eine, ja, so ein Abbild von der Ebene, wo du gerade bist. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass die kompletten Gegner den Stärke-Effekt haben. Das heißt, mit denen möchtest du eigentlich nichts zu tun haben. Du willst einfach nur looten. Weil das sind dann zwischen 3 und 6 Kisten, würde ich jetzt mal behaupten, wo richtig geile Edelsteine drin sein könnten. Und apropos Edelstein, da ja meine Waffe zerbrochen ist und da mein Edelstein drin ist, weiß ich nicht, ob der jetzt verschwunden ist oder nicht. Ja gut, habe ich gesagt, dass er kaputt gegangen ist. Shit! Naja, es war halber kein 1, es gibt noch bessere Steine. Generell, es gibt richtig geile, wertvolle Edelsteine, die nicht nur Haltbarkeit um 1 erhöhen oder 2, sondern es gibt Edelsteine, die machen gleich immer 5-6 Sachen auf einmal. Stärke plus 5, Feuerangriff plus 10, gegen Tiere plus 10 zum Beispiel. Solche legendären Edelsteine, das ist der Shit, den ich haben möchte. Und darum sind halt diese alternativen Ebenen richtig geil. Sollte man aber auch erst machen, wenn man A, die Ebene geklärt hat, beziehungsweise wenn du halt die Karte und den Zauberkristall hast, damit du auch sehen kannst, ja, rentiert sich das überhaupt, zu dem oder zu dem Weg zu gehen, weil du willst hier wirklich nur die Schatzkisten. Und das zweite ist halt, hast du die Ebene schon geschafft? Wenn nein, hol dir erstmal den verdammten Schlüssel. Weil wenn du wieder zurückkehrst, sind alle Gegner, die du bereits getötet hast auf der Ebene, sind wieder resettet, sind wieder da. Wenn du da noch nicht den Schlüssel gehabt hast, ich weiß nicht, ob das ganz so gut ist. So, wir haben hier jetzt noch eine Schatzkiste. Zum Beispiel hier wäre jetzt die Überlegung, Reskier ist. Was können in der Schatzkiste drin sein? Da die zwei Hauptelemente von
Karte und Zauberkristall, dass ich die, weil die habe ich ja schon. Das heißt, es ist irgendwie ein Verbrauchsgut. Oh Gott. Die Elefanten, die Steinelefanten sind da. Auch von denen bin ich überhaupt kein Freund. Weil die machen auch sehr viel Schaden. Und die können sich auch verteidigen. Das kostet unglaublich viel Waffenpunkte. Er kann sehr lange eine Waffe zerbrechen. Eventuell kann da hinten eine große Kiste auf uns warten. Aber ich wünsche mir das so. Ich brauche halt eine große Kiste mit einer neuen Waffe, damit ich die Waffe wegen aufleveln kann. Weil mit dem Dölchle, da kann ich überhaupt nichts anfangen. Vielleicht ist es auch Transfeder, was ziemlich nice wäre. Dann könnte ich halt wegen Speed-Modus machen. Also eine Waffe ist da schon mal nicht drin. Aber vielleicht das, was ich gesagt habe. Oder vielleicht nochmal Öl. Wer weiß das? Eine weiche Banane. Na, super. Das hat sich jetzt mehr oder weniger gelohnt. Aber ich bin froh, dass wir momentan mit unserem Gegnerglück ziemlich viel Glück haben. Also, das war nur bedingt gut. Aber das ist sowieso ein Seele. Da können wir uns eh wieder gleich aufhalten. Will ich sowieso machen, weil mein Wasservorrat ist, neigt sich langsam dem Ende zu. Mit dem Gegnerglück, was ich gemeint habe, ist so gemeint, dass ich nicht viele Gegner töten muss, bis ich den Schlüssel bekomme. Nochmal Stärke. Na gut, wie gesagt, das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Schade, dass ich den Effekt nicht in die nächste Ebene mit übertragen kann. Aber es gibt natürlich auch einen Stärkungsdrang, wo denselben Effekt hat. Auch diesen werde ich auch bewahren, weil für den normalen Gegner brauche ich den nicht. Und für die ersten paar wirkliche Bosse brauche ich es eigentlich auch nicht. Sondern solche Stuff hebe ich mir sehr gerne auf, wenn ich sie halt wirklich mal brauche. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich mit dem blauen Stack, ob ich da jetzt schon was erzählt habe. Es gibt ja auch blaue, in Anführungszeichen, Reparatursäcke. Die machen eine Waffe auf Maximalstufe und dann kannst du upgraden. Die möchte ich auch gerne bewahren. Wo ist mein Schlüssel? Ich hab doch gar nicht meinen Schlüssel! Okay. Gott, ihr werdet euch denken, was für ein Bullshit labert der Chip da gerade. Ich habe echt gedacht, ich habe den Schlüssel schon. Achso, das war der letzte Ebene. Ups! Ja, dann hoffen wir, dass ich jetzt den Schlüssel bekomme. Oh, jetzt muss ich gegen... Oh! Shit! Okay. Es war auf jeden Fall gut von mir platziert. So. Mein Dolch ist jetzt wieder kaputt, aber es passt schon. Weil ich ja noch ein Reparaturpulver habe. Das Blöde ist, wir müssen dann wieder raus, damit ich halt einen weiteren bekomme. Das richtig Eklige ist jetzt, am Anfang, wo ich habe ja das Spiel als Kind mit meinem Cousin sehr oft gespielt und der hatte die englische Variante davon. Und ich wusste halt damals nicht, dass ich halt immer wieder was vom Bürgermeister bekomme. Und irgendwann war halt mein Vorrat aufgebraucht. Ja, und dann durfte ich erst mal so 8 Ebenen mit einer Waffe kämpfen, die nur einen Schaden macht. Das war schön, das kann ich euch sagen. So, Schlüssel, hopp! Das läuft nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Zack, zack, zack. So, Fifi, mach Platz. Ja, wieder wegen Geld. Vor allen Dingen 5 Münzen, was will ich denn damit? Zum Glück habe ich ja die Stacheldinger, die kann man sehr schön verkaufen. Ich glaube 200 oder 160, irgendwie sowas. So, down, mein Freund. Immer noch kein Schlüssel. So langsam wird es mit den Waffenpunkten knapp. Oh, mit den, oh, ich will nicht gegen den kämpfen. Wird wohl nichts. Oh, Glück gehabt. Yeah. Ich habe meinen Schlüssel, also fick dich, mein Freund. Und gehen Sie weg. So, dann gehen wir auch raus. Und dann können wir auch zum Bürgermeister gehen. Dann können wir wieder 2 Säcke theoretisch holen, einen Sack holen, gleich auf die Waffe legen und dann gleich die nächste mitnehmen. So muss das. Ich überlege auch gerade, ob ich das vielleicht wegen Speed-Modus mache, wenn ich eh zum Ausgang renne, dann ist es eh nicht ganz so spektakulär. Muss ich mal schauen, wie ich das am besten bewerkstellige. Bis ich halt die Feder dann... Das Blöde ist, die Feder bekommt man erst, ich glaube, im zweiten Land, sag ich jetzt einfach mal, oder im zweiten Dorf. Also noch nicht einmal hier. Was ein bisschen blöd ist. So, wie gesagt, wir verlassen jetzt mal kurz, weil wir ja die gelben Säcke wieder brauchen. Wie gesagt, der gelbe Sack ist einfach das wichtigste Item, was du brauchst. Du brauchst es immer zu.
Und du kannst gar nicht genug davon haben. Ich nehme auch immer so 15 bis 20 Stück auf jeden Fall mit. Man hat halt natürlich auch nur begrenzten Platz. Momentan habe ich, glaube ich, 50 oder so. Genau. Ich sehe dir oben rechts. 14 von 50 Gegenstände kann ich mitnehmen. Und 20 davon sind eigentlich meistens immer Reparaturpulver, was ich so mitnehme. Klar, das kann man auch noch ein bisschen steichern mit der Zeit, aber es kommt dann. So, dann schauen wir mal, ob ich hier schon wegen looten kann. Aber ab und zu ist da eine Schatzkiste versteckt. Leider nicht, aber gehen wir mal in ein Säckchen, alter Mann. So, den werde ich auch gleich benutzen. So, dann ist das schon mal aufkalt, dann theoretisch Wasser, bam. Dann bin ich soweit wieder ready und dann labere ich dich nochmal an. Und jetzt hat er meine Taschen wieder gefüllt. Jetzt habe ich wenigstens ein Säckchen auf Reserve. So, und dann gehen wir auch gleich wieder in den Dungeon rein. Weil, klar, wir könnten jetzt schon ein bisschen was bauen, aber das machen wir im nächsten Part, würde ich mal behaupten. Jetzt noch die Ebene. Die nächste Ebene sozusagen. Und dann beenden wir auch diesen Part. Ich habe sowieso vorgehabt, die Parts ein bisschen kürzer zu machen. Es kommen auch 5 Parts in der Woche, also von daher kann man sich eigentlich nicht beschweren. So, hier haben wir jetzt was ganz Besonderes. Und zwar, ihr seht keine Altmiras, beziehungsweise Atlases. Das ist so. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum. Oh, Quicktime-LM. Da bin ich ein sehr großer Freund davon. Von daher passt es, weil das wird auch nicht lang dauern. Und ihr seht auch vielleicht schon die Farbumgebung. Wenn man runterläuft, das Tor oder das Schloss sieht ein wenig anders aus. So, jetzt geht's Quicktime. Jetzt muss ich auch selber mal schauen. Ich glaube, die muss ich noch ganz normal besiegen. Und dann kommt eventuell eine kleine Überraschung. Und jetzt stirbst du. Dass ihr überhaupt reden könnt, ne? Gut, die werden jetzt keine Probleme für mich darstellen. Das sind mal Knochenviecher. Auf, mach den Tisch. Und hier hat es nämlich schon angefangen, dass ich keine Waffenpunkte mehr gehabt habe. Was haben wir hier Hübsches? Brot! Ja, Brot für die Welt oder so. Ich weiß ja nicht, wo du das Brot her hast, mein Freund, aber es ist vollkommen in Ordnung. Und jetzt geht's los. Quicktime. Das liebe ich halt auch. Thorn, der ist nicht ohne. Du musst dich mit ihm duellieren. Okay, zieh deine Karten. Ich bin dran. Kuribo, du bist dran. Das Duell ist eine besondere Kampfform. Achso, ich habe gedacht mit Karten. Okay. Den Controllerkastensymbole bewegen sich von rechts nach links. Drücke die richtigen Tasten, wenn die Symbole sich auf dem hellblauen Balken ausrichten. Pfeile wie zum Beispiel links bedeuten, dass du mit den Richtungstasten oder dem linken Analogstick in diese Richtung drücken sollst. Je näher der Tastensymbol an der Mitte des blauen Balkens ist, umso besser wird dein Ergebnis sein. Wenn du bei allen Symbolen das richtige Timing hast, wirst du gewinnen. Ja, das werden wir in der 8. Ebene nochmal genauer sehen. Wenn das Duell beginnt, wird es mit diesem Symbol angezeigt. Mehr ist dir gut. Das hört man. Es geht los, konzentrier dich. Ich frage mich, ob es jetzt losgeht. Yeah. Am Anfang ist es doch ziemlich easy. Yeah. Klasse. Ein Geschenk von den Feen von Terra. Ja, ich habe einen Stein bekommen. Die Kisten sind ein wenig krumm. Aber okay, ich nehme sie gerne. So, einer ist ein Schlüssel und der andere ist ein Stein. Ich glaube, da ist so ein Mann drauf, so ein... Was? Leistungspulver? Leck mich am Arsch! Das ist der blaue Sack, den ich vorhin erwähnt habe. Sonst habe ich da immer Steine bekommen. Irgendwie so, ja, Tier-Damage plus 1 oder so. Aber ich habe fucking Leistungspulver bekommen. Nice! Nehme ich sehr gerne mit. Da bin ich ein großer Fan davon. So. Wir verlassen jetzt das Verlies. Dann mache ich offline wieder zum Bürgermeister, wo ich dann wieder mal Waffe auflevel und ein Säckle hole. Und dann fangen wir im nächsten Part mit dem Bauen an, wie das so funktioniert. Aber das werden wir dann im nächsten Part erfahren. Deshalb, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Haut rein, euer Final.